heute dafür geboten. Warum wir jetzt darüber reden? Es gilt, ein Jubiläum zu feiern. Fröhlich sein und singen sollten einst die jungen sozialistischen Staatsbürger stolz das blaue Halstuch tragen, die Heimat und Walter Ulbrichts Beschlüsse lieben lernen. Sie sollten anderes lesen als die imperialistisch verseuchten Nachbarkinder. Also flog der westliche Schund auf den Scheiterhaufen. Ein Gegenstück zum verfluchten Comic musste her. Just in dem Moment 1955 trat der Zeichner Hannes Hegen auf die Bühne und erfand die Digitax. So reisten die Knollennasen bald Monat für Monat im Mosaik durch Zukunft und Vergangenheit. Die FDJ hätte sie gerne als marxistische Vorbilder gesehen, doch Hegen konnte dank der digedakschen Popularität die drei weitgehend unpolitisch belassen. 1975 verließ Hegen das Mosaik und seine Zeichner mussten neue Figuren entwickeln. Die Abrafaxe wurden geboren. Fortan unterhielten nun sie, die ostdeutsche, bildchenhungrige Jugend. Immerhin war das Mosaik das einzige Comicheft in der DDR. Doch die DDR ging und Superman kam und mit ihm hunderte von einst verbotenen Heftchenhelden, die lieben, braven Ostfiguren alsbald überschrieben. Erstaunlicherweise hat das Mosaik den Comic-Ansturm überlebt. Ein pfiffiger Werbefachmann übernahm die Zeitschrift samt seiner Zeichner und noch immer erscheinen monatlich die Abrafaxe. Und nicht nur das, auch Bücher mit den dreien gibt es mittlerweile, in denen Abrax, Brabax und Kalifax Abenteuer erleben, für die man keinerlei mosaikgeschichtlicher Vorbildung bedarf. Sie tauchen in Hollywoods Gangstermilieu ab, surfen im Weltraum oder erleben Detektivgeschichten. Die Zeichnungen sind bunter, frischer, witziger als je zuvor. In diesem Monat ist nun die 500. Ausgabe des Mosaikhefts erschienen. Hier begegnen die Abrafaxe erstmalig den Digidax. Während ein Filmprojekt mit den Digidax scheiterte, sitzt man nun an den Vorbereitungen für einen Kinofilm mit den Abrafaxen. Ja, wir sind ja jetzt sozusagen in der Pre-Production-Phase. Das heißt, wir machen die vorbereitenden Arbeiten wie Design und Hintergrundentwürfe und solche Dinge. Und das Drehbuch wird auch noch formuliert, da sitzen wir jetzt gerade mit den Jungs dabei. Das sind harte Kämpfe, die wir da machen. Harte Kämpfe werden auch die Abrafaxe durchstehen müssen, denn auf der Suche nach dem Gold, auf die sie sich im Film begeben werden, geraten sie an Piraten. Doch bevor sie nach dem Eldorado suchen können, müssen sie erst einmal neu erfunden werden. Ein solcher Erfinder ist Thorsten Kieker. Also ich bin in der Vorphase mit tätig, dass ich halt das Design mit festlege und wir entwickeln die Charaktere so weit, dass man sie auch animierfähig hat, weil meistens sind Comicfiguren nicht in der Art umzusetzen, wie man sie im Comic kennt, sondern es müssen teilweise halt Verfeinerungen vorgenommen werden, vereinfacht werden. Haare müssen auch dreidimensional wirken können. Manchmal im Comic wirken sie sehr flach und wenn man das drehen würde, würde es nicht funktionieren in der Animation einfach. Und das muss halt alles angepasst werden. Und so wird der Film Brabax später einmal aussehen. Thorsten Kieker hatte schon in die Hollywood-Alben einen frischeren Stil hereingebracht und aus den Ex-Ost-Comic-Helden Figuren gemacht, die nicht nur von DDR-Nostalgikern geliebt werden. Die Produktion des Kinofilms liegt in den Händen von Gerd Hahn, der zuvor Regie für Werner Beinhardt und Asterix in Amerika führte. Im Moment diskutiert man die Figuren, ihre Größen, Farben, die Mimik. Animationen sind daher noch nicht zu sehen, doch ein Hahn-Filmanimator erklärt uns an einem Beispiel, wie auch die Abrafaxe das Laufen lernen werden. Bei den Abrafaxen sind wir natürlich noch nicht so weit. Hier mal als Beispiel haben wir die ganzen Monster aus einer Wildlife-Folge. Wir bekommen von unserem Zeichner ganz viele Posen. Das heißt, man zeigt die Monster in ihren speziellen Charaktereigenschaften und die setzen wir dann um anhand des Storyboards in Bewegung. Die Bleistiftanimationen werden übrigens nach den schon aufgezeichneten Schauspielerdialogen gezeichnet. Anschließend werden die Phasenbilder gescannt und am Rechner später koloriert. Damit die Figuren nicht im luftleeren Raum stehen, werden auch die Hintergründe gezeichnet und zwar noch richtig manuell von Hand auf Papier. Ein Maler malt hier einen Hintergrund für wieder einen anderen Film. Aber egal, interessant ist, dass mehrere Ebenen einer Kulisse gemalt werden müssen, um eine Bildtiefe zu erzeugen. Die vielen Einzelteile des Films werden dann später von Layoutern arrangiert. Und so sieht es aus, wenn Farbe, Ton und alles, was dazu gehört, zusammengesetzt wurde. Wie die Monster aus der Wildlife-Serie werden, auch dank René, die Abrafaxe demnächst in Bewegung versetzt. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, hat der Mosaik-Verlag in Eigenarbeit einen Pilotfilm hergestellt. Wo kommst Moment du her? Mal, das war doch Abrax. Abrax, wo bist du? Komm nicht her! Abrax, was ist denn passiert?
Rätsel. Ihr seid frei. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen, mein lieber Brabax. Der Film soll im Jahr 2000 zur 25-Jahr-Feier der Abrafax in die Kinos kommen. Wer es nicht erwarten kann, es gibt ja immer noch das Heft jeden Monat neu.